Damit die Lampe einen solch schönen Strahl erzeugt, brauche ich erstmal einen Transformator, den ich da oben in die normale Steckdose stecke. Und an der Stelle liefert er mir hier und hier die 12 Volt, die die Lampe braucht. Und dann leuchtet die schon. Die Lampe hat zwei Enden. Hier ist es parallel und hier leuchtet es auseinander. Und meistens kommt die schwarze Blende hier rein, damit es eben nicht blendet. Und die Blende mit diesem einen Schlitz dahin und dann habe ich genau diesen Lichtstrahl, den ich bräuchte. So ein Beispiel, hier ist ein Spiegel und da kann ich jetzt das Licht und das reflektierte Licht untersuchen und wenn ich diese schöne Scheibe noch benutze, dann kann ich hier Winkel messen, Alpha und Alpha Strich und das untersuchen.